Herzlich willkommen hier heute Morgen in unserer Kreuzkirche. Wie schön, dass ihr alle heute Morgen hierher gekommen seid, trotz Corona. Eigentlich wollten wir auch in diesem Jahr mit euch ein Krippenspiel einüben und dann am Heiligen Abend zeigen. Aber das geht ja nun leider nicht. Und deswegen haben wir uns überlegt, dass wir heute über die Weihnachtsgeschichte sprechen. Und dabei können wir uns besonders überlegen, wie sich die Menschen in der Weihnachtsgeschichte wohl gefühlt haben. Maria und Josef, die Hirten, die Könige, ja sogar die Engel. Ihr kennt sie ja alle. Wie mögen die sich wohl gefühlt haben? Was haben die gedacht und erlebt? Darüber könnten wir nachdenken. Macht ihr mit? Habt ihr Lust? Ja! Super. Das ist richtig schön. Und damit wir das richtig gut machen können mit dem Vorstellen, lehnt ihr euch jetzt zurück an eure Rückenlehnen in der Bank und auf den Stühlen. Und wenn ihr gemütlich sitzt, dann macht ihr die Augen zu. Und dann wollen wir gucken, was wir denn in unserem inneren Auge so für uns sehen können. Am Anfang kommt ja der Engel zu Maria und will ihr eine wichtige Botschaft bringen. Samuel, stell dir mal vor, du wärst ein Engel und du kriegst die Nachricht, dass Maria den Sohn Gottes bekommen wird, den Retter der Welt. Und du sollst es ihr erzählen. Oh Mann, da würde ich so mir nichts, dir nichts auf meinem Sessel sitzen und chillen und ein Wissensbuch lesen. Von wegen. Du würdest da sitzen und mal wieder FIFA zocken. Ja gut, okay. Also ich sitze da so mir nichts, dir nichts im Himmel und plötzlich kommt eine SMS von Gott. Ich werde Vater, Maria wird mein Kind bekommen und er soll Jesus heißen. Kannst du sie schnell besuchen und ihr das erklären? Und ich so, hä? Die ist doch mit dem Josef zusammen. Außerdem war ich dann auf der Erde noch nie. Ich packe also meine Sachen. Denn ich weiß ja nicht, wie lange man vom Himmel zur Erde so fliegen muss. Oh ja, ich glaube, der Weg ist ziemlich weit. Und weißt du denn auch, was du dann als Engel zu Maria sagen musst? Ja klar, wenn ich dann bei Maria ankomme, rufe ich ganz laut, fürchte dich nicht, dir wird ein Sohn von Gott geboren. Den hat dir der Heilige Geist gegeben. Jo, das stimmt. Das hast du dir ja schon richtig gut überlegt. Eva, stell dir mal vor, du wärst Maria. Und plötzlich steht ein Engel in ganz hellem Licht bei dir zu Hause und erzählt dir so etwas Unglaubliches. Oh weia, ich an ihrer Stelle wäre ganz schön erschrocken und ängstlich. Ich habe ja noch nie einen Engel gesehen. Gut, dass der Engel zuerst gesagt hat, fürchte dich nicht, sonst hätten meine Beine schon ganz doll gezittert. Und ich war ja auch noch nie schwanger. Mit dieser Nachricht bin ich zu Josef gegangen. Das fiel mir nicht so leicht, ob Josef das verstehen würde. Emma, du wärst Josef. Was würdest du sagen? Was erzählst du mir denn da? Das ist doch unglaublich. Das passt mir aber jetzt gar nicht. Wir und ein Kind? Wie sollen wir das schaffen? Ich habe mir das ja auch nicht so vorgestellt. Aber denk doch mal, ein Kind mit süßen kleinen Fingerchen und einem lustigen Lachen. Und es sagt Mama und Papa und wir dürfen es im Arm halten und wiegen. Eigentlich freue ich mich. Und es ist der Retter der Welt? Das wäre schön. Es ist so viel Chaos in der Welt. Einen Retter könnten wir gut gebrauchen. Komm her, Maria, lass dich umarmen. Das ist ja ganz schön viel auf einmal. Da bekommt Maria so eine Nachricht. Und dann muss sie mit Josef auch direkt zur Volkszählung in seine Heimatstadt Bethlehem. Leon, stell dir vor,
du müsstest als Herold diese Volkszählung ankündigen. Bekannt machen, Leute, hört, Befehl des Kaisers Augustus. Jeder gehe bis zum 4. des nächsten Monats in seine Geburtsstadt und lasse sich zählen. Der Kaiser will Neustand festsetzen. Leute, hört, Befehl des Kaisers Augustus. Ach, halt doch den Mund. Kaiser Augustus kümmert sich überhaupt nicht um uns. Ihm geht es nur um Macht und Geld. Keiner interessiert sich für uns normale Leute. Nach Bethlehem. Das ist ein ganz schön weiter Weg für eine schwangere Frau. Aber ich passe gut auf meine Maria auf. Ich frage mich, was ich als Maria alles einpacken muss. Das Baby braucht ja dann Windeln und alles. Und ich brauche meine ganzen Klamotten. Uff, das ist ganz schön viel. Josef, hilf mal mit. Stellt euch jetzt mal vor, ihr seid nach einer langen und beschwerlichen Reise endlich in Bethlehem angekommen. Wie fühlt ihr euch jetzt? Dass die Deutsche Bahn auch immer so viele Verspätungen hat. Ich denke, Maria braucht auch endlich mal Ruhe und ein weiches Bett. Wir müssen unbedingt eine Herberge finden. Gut, dass mein Koffer Rollen hat. Das Kind in meinem Bauch ist schon schwer genug. Ich glaube, es kommt bald. Nach Hause zurück schaffen wir es jedenfalls nicht mehr. Ich war schon lange nicht mehr in Bethlehem und kenne mich dort gar nicht mehr aus. Und mit Landkarten schon gar nicht. Hallo, Entschuldigung, können Sie uns vielleicht sagen, wo hier das nächste freie Hotel ist? Ich schau mal kurz auf dem Handy. Hotel Bethlehem. Puh, also hier steht, dass das Verhotel gar nicht mehr offen hat. Und die anderen sind voll. Versuchen Sie es mal im Hotel zur Struth. Das ist da oben. Oh je, das ist aber noch ein weiter Weg und immer bergauf. Wir hätten doch den Esel mitnehmen sollen. Sind wir schon da? Nein. Und jetzt? Nein. Aber gleich, oder? Ja, schau mal, da vorne ist es. Julina, stell dir mal vor, du bist der Wirt. All deine Zimmer sind belegt, weil alle möglichen Menschen zur Volkszählung nach Bethlehem kommen. Dann klopft es an deine Tür und du siehst eine hochschwangere Frau und ihren Mann. Ich bin ziemlich genervt. Eben wollte ich mal Feierabendbier trinken. Ich habe schon den ganzen Tag Leute wegschicken müssen. Ich kann schließlich nichts dafür, wenn die Menschen so spät anreisen und dann auch noch ohne Reservierung. Aber lieber Wirt, tun die beiden dir denn gar nicht leid? Guck doch mal auf den Bauch von Maria. Ich sehe auch, dass du schwanger bist, aber hier ist alles voll. Ich kann euch nicht aufnehmen, schon gar nicht mit diesem dicken Babybauch. Dann seid ihr nur für zwei, aber macht Krach für drei, wenn erstmal das Baby geboren wird. Draußen bleiben! Also ich, Victoria, hätte das Ganze als Frau vom Wirt mitbekommen. Mein Mann hat nicht immer so viel Mitgefühl. Aber ich konnte die beiden doch nicht so stehen lassen. Also habe ich zuerst die Gerda angerufen. Und die hat die Heidi angerufen. Und die hat eine WhatsApp-Gruppe gemacht. Und da hat dann jemand gesagt, die beiden können im Stall vom Mann von der Moni bleiben. Denn die Moni hat beim Friseur gehört, dass die Ilse und die Karin sich unterhalten haben. Ja, okay, wir haben es verstanden. Das ist aber wirklich ganz lieb von dir, dass du über dein Netzwerk eine Bleibe für Maria und Josef gesucht hast. Ja, nur wenn man in schweren Zeiten zusammenhält, kann eine Lösung gefunden werden. Also los, ihr zwei, der Stall ist nicht weit, nur Ochs und Esel stehen dort. Die sind ganz friedlich, folgt mir. Maria und Josef sind jetzt also wohlbehalten im Stall angekommen und bereiten sich dort auf die Geburt vor. Lina, Ole und Lene, ihr seid ja genau drei Geschwister. Stellt euch mal vor, ihr wärt die heiligen drei Könige aus dem Morgenland. König sein. Das ist ja super.
Stellt euch mal vor, ihr habt gerade wieder die Sterne beobachtet und habt darin eine Weissagung entdeckt, die euch den Retter der Welt ankündigt. Also ich stelle mir vor, dass der Himmel zu uns gesprochen hat. Jasmin, kannst du der Himmel sein? Ja, klar. Die Sterne stehen heute ganz besonders. Der Heiland wird geboren. Macht euch auf den Weg und folgt dem hellen Stern. Er wird dort stehen bleiben, wo ihr das Kind finden werdet. Kommt, lasst uns dem Kind Geschenke mitbringen. Der Retter der Welt muss doch mächtig sein wie ein König. Wir nehmen Myrrhe und Weihrauch und Gold. Also, ich würde mich als Baby eher über ein Rasseln und Spielzeug freuen, findet ihr nicht? Sei doch nicht so kindisch, das Baby wird doch immer groß. Ach du, Wolke, muss das denn jetzt sein? Du verdeckst mich ja ganz. Hab dich doch nicht so, ich habe auch zu tun. So? Was könntest du denn wohl zu tun haben? Schattenspenden zum Beispiel. Pff, Schattenspenden in der Nacht, ja. Und dann muss ich auch regnen. Jetzt doch nicht regnen. Bist du blöd? Die drei Könige wollen doch los. Da kannst du doch nicht stören mit deinem Regen. Ich muss regnen, wenn ich regnen muss. Tiere und Pflanzen brauchen zu trinken. Aber du hast recht. Heute regne ich besonderen Regen. Schau, Unterregen. Na, da werden sich die Könige aber freuen. Lass mich jetzt endlich strahlend über den Himmel ziehen. Die Könige wollen mir folgen. Und während die drei Könige die weite Reise nach Bethlehem antreten und dem Stern folgen, macht sich ein weiterer Engel auf den Weg zu den Hirten, um ihnen die frohe Botschaft über die Geburt des neuen Königs zu überbringen. Viola, du wärst doch sicher auch gerne mal ein Engel. Stell dir vor, du hättest so eine wichtige Aufgabe. Auweia, ich glaube, ich wäre ganz schön aufgeregt. Ich habe doch immer so ein Lampenfieber. Aber dann denke ich mir, das ist doch eine tolle Nachricht. Und ich muss einfach nur richtig nett zu den Hirten sein. Dann haben sie auch keine Angst mehr. Ich sage zu mir, hey, Engel, einfach lächeln. Das ist ein wirklich guter Plan. Die Hirten mögen sicher einen so lieben Engel wie dich. Jetzt habe ich auch gar keine Angst mehr. Ich bin super Engel. Also fliege ich auf die Erde und sage voller Selbstvertrauen: Fürchtet euch nicht. Ich bringe große Freude für alles Volk. Denn heute ist euch der Retter geboren. In der Stadt Davids werdet ihr ihn finden. In Windeln gewickelt und im Stroh einer Krippe. Macht euch auf zum Stall und begrüßt den neuen König. Henry, Johanna und Amy, stellt euch mal vor, ihr würdet als Hirten so einen himmlischen Besuch bekommen. Hätte es denn etwas genützt, dass der Engel gelächelt hat? Also ich glaube, das wäre trotzdem ganz schön gruselig. Aber wir haben dann trotzdem schnell gemerkt, dass der Engel eine frohe Botschaft für uns hatte. Und dann haben wir uns nur noch gefreut und in den Arm gelegen. Aber ich frage mich schon, warum gerade Hirten den Retter, den neuen König besuchen sollen. Wir sind ja nichts Besonderes und noch ganz dreckig. Wir wissen doch gar nicht, wie man sich einer Hoheit gegenüber verhält. Aber genau das soll ja das Neue an diesem König sein. Ihm soll es egal sein, ob ihr arm oder reich seid. Er wird jeden Menschen lieben. Deswegen ist er ja der Retter der Welt. Also traut euch und macht euch auf den Weg. Wir kommen auch mit, das machen wir. Wir wollen auch den Retter sehen. Außerdem liebe ich Babys. Ihr lieben Könige, stellt euch mal vor, der Stern, der euch den Weg gewiesen hat, bleibt über einem alten Stall stehen. Dort sollt ihr den neuen König finden. Der Sternhimmel hat uns schon vorhergesagt, dass dieser König etwas ganz Besonderes sein würde.
Ich hoffe, dass mein Kollege sich nicht verrechnet hat, weil sonst stelle ich ihm die Fahrtkosten in Rechnung. Seht doch, der Stern zeigt, dass hier schon alles seine Richtigkeit hat. Lasst uns reingehen, es regnet wieder so komisch. Wir wollen den König Hallo sagen und seine Geschenke bringen. Oh, ich sehe, auch ihr Hirten habt es zum Stall geschafft. Seid ihr noch aufgeregt? Ich bin froh, dass wir vor einem Stall stehen. Es tut mir gut, dass der Retter und König, der für uns geboren ist, auch da zu finden ist, wo wir uns wohlfühlen. Das Kind ist so arm wie wir. Gott kommt direkt zu uns. Er kommt dahin, wo wir sind. Gott ist nicht wie der Kaiser Augustus. Er will uns nicht ausnutzen und er hat uns nicht vergessen. Er will bei uns sein. Seht mal, hier hat schon jemand etwas abgelegt. Und wir haben gar keine Geschenke für das Kind dabei. Das ist nicht schlimm. Unser Geschenk ist unsere Liebe. Wenn er wirklich unser König sein wird, dann braucht er auch keine teuren Geschenke. Keine Macht, kein Glanz finden wir hier. Nur Freude und Liebe. Maria und Josef, seht mal, alle Welt ist gekommen, um den kleinen Jesus zu besuchen. Wie fühlt sich das denn jetzt an? Ich stelle es mir komisch vor, wenn fremde Menschen kommen, um mein Kind zu sehen. Das ist aber auch etwas Schönes. Ich habe die Freude in ihren Augen leuchten sehen. Ich glaube, dass die Menschen da bei der Krippe genau das gespürt haben, was uns durch Corona schwerfällt. Ich weiß, was du meinst. Die haben Gemeinschaft. Aber wir haben jedoch auch Gemeinschaft. Und Maria und Josef und die Hirten hatten es auch alle nicht leicht. Das haben wir jetzt gesehen. Und die Engel nicht zu vergessen. Da habt ihr wirklich alle recht. Ihr konntet euch so gut in die ganzen Figuren reinversetzen. Das hat richtig Spaß gemacht, dabei zuzuschauen. Und ihr habt heute so wichtige und tolle Sachen gesagt. Da freue ich mich richtig drüber. Aber wisst ihr, worüber ich mich noch viel, viel mehr freue? Dass wir nächstes Jahr wieder so ein richtiges, echtes Krippenspiel machen können. Wo man es einstudiert und dann einen großen Endauftritt hat, dass man das allen zeigen kann. Das hat so ein bisschen gefehlt, aber freut ihr euch für nächstes Jahr auch schon drauf? Ja! Weihnachten heißt, Gott wird ein Menschenkind. Weihnachten heißt, Gott kommt zu uns in die Welt.
Weihnachten heißt, Gott ist bei uns. Gott ist bei uns, egal ob wir ihn erwarten. Deswegen waren alle überrascht. Gott ist bei uns, egal was ist. Deswegen war alles so schwierig bei seiner Geburt. Gott ist bei uns, egal ob wir Platz für ihn haben. Deswegen wurde er in einem Stall geboren. Gott ist bei uns. Deswegen wurden alle froh. Maria und Josef, die Hirten, die Könige. Denn Weihnachten ist unsere Erde nicht mehr allein. Mit all ihrem Chaos, mit ihren Sorgen, mit ihrer Corona-Pandemie. An Weihnachten öffnet sich der Himmel für die Erde. Und Engel sagen uns, fürchtet euch nicht. Das gilt auch in diesem Jahr. Gott ist bei uns. Und so segne euch Gott und er behüte euch. Er schenke euch das Licht der heiligen Nacht in eure Häuser, in eure Herzen. Er lasse das Licht von Weihnachten leuchten vor euch und um euch und mitten in euch hinein. So segne und bewahre euch Gott, der Allmächtige und der Barmherzige, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen. Jetzt sind sie weg. Hallo, warum will ich nur bei uns haben, redet wieder niemand. Aber wisst ihr was? Ich habe den Christkind mein Lieblingsessen in die Gruppe gelegt, aber